Voraussetzung für alle sozialen oder medizinischen, pflegerischen Berufe ist wirklich, dass du Spaß mit dem Umgang mit Menschen hast. Geht schon mal los. Halt. Und dann ist es eigentlich, ich sage jetzt mal, relativ egal, ob jemand psychisch krank ist, geistig, körperlich behindert ist oder nur ein kaputtes Kreuzband hat. Also muss Spaß haben, mit Menschen zu arbeiten. Nur man darf keine Berührungsängste haben. Der Rest ist erlernbar. Ja.